Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Bügelperlen-Bastelvideo. Der geübte Zuschauer erkennt sofort, worum es in diesem Video gehen soll. Nämlich habe ich versucht, aus Mini-Perlen so 2,5D-Figürchen zu basteln. Die ersten beiden Versuche sind mir ja ordentlich gelungen, würde ich mal sagen. Also ich bin zufrieden. Ruhe! Also eigentlich war das jetzt gelogen. Die ersten Versuche waren nicht die zwei, sondern die beiden hier. Und heute möchte ich eine Figur umsetzen, die Kinder der 90er Jahre sehr wahrscheinlich sehr gut kennen werden. Und zwar ist das Peter Puppy aus der Earthworm Jim Serie zu Super Nintendo und Mega Drive Zeiten. Der Stabilität wegen empfehle ich euch sehr, eine Figur zweischichtig zu gestalten. Besonders dann, wenn sie eine gewisse Größe hat. Das heißt, die Figur zweimal setzen, bügeln beidseitig und dann mit entsprechendem Klebstoff zusammenkleben. Dann ist sie stabil genug, dass es nicht rumgagelt und es passiert auch nicht so schnell, dass was abbricht. Wenn man mal mit dem Ellbogen oder so dumm ranstößt, das kann ja mal passieren, oder was? Ebenfalls wichtig beim Setzen der Figur ist, dass man unten ein Stück dran setzt. So quasi das Verbindungsstück zwischen Figur und Sockel, womit das Ganze dann miteinander verbunden wird. Dann kann man, so wie man lustig ist, gewisse Elemente einer Figur auch mit weiteren Schichten so ein bisschen Tiefe verleihen. Hier zum Beispiel beim Ritter habe ich das beim Schild gemacht, dass es nicht ganz flach ist, sondern dass es ein bisschen hervorsticht. Dasselbe kann man zum Beispiel auch machen. Aber ich schweife ab. Als erstes setzen wir mal die Figur selbst. Habt ihr die Figur mindestens zweimal gesetzt und doppelseitig gebügelt, geht's ans Zusammenkleben. Nicht vergessen, die Klebeflächen mit einem Alkoholreiniger zu putzen, damit das Ganze einwandfrei hält. Und achtet darauf, den richtigen Kleber zu benutzen. Ich nehme dafür den Uhu Weich PVC Kleber. Keine Werbung, selbst gekauft, muss man ja ständig immer erwähnen, nicht wahr? Sind die Flächen trocken, könnt ihr den Klebstoff auftragen und das reicht, wenn man nur auf einer Seite Klebstoff aufträgt. Nur aufpassen, dass es nicht viel zu viel ist. Vielleicht mal testen an einem kleinen Stückchen, so probehalber. Dann 6 bis 7 Minuten antrocknen lassen, aufgehorcht. Das gilt nur für den Klebstoff, den ich hier verwende. Je nach Hersteller kann das variieren, da muss man ebenfalls ein bisschen testen. Nach diesen 6 bis 7 Minuten die beiden Teile mal erst vorsichtig aufeinander legen, dann kann man es noch schön bewegen, bis es stimmt. Und wenn man der Meinung ist, jawohl, das ist es, zusammenpressen und das, was an Überschuss rausquillt aus kleinen Löchlein oder aus der Seite, mit dem Finger abrubbeln, das geht wunderbar, dann entstehen dann so kleine Kügelchen und dann beschweren. Gut beschweren und das für mindestens 1 bis 2 Stunden so stehen lassen, bis der Klebstoff richtig trocken ist und dann hält das bombenfest.
Nachdem wir nun die Figur fertiggestellt haben, geht's jetzt an den Sockel. Und da habe ich mir echt lange den Kopf zerbrochen, was soll ich bloß nehmen, das zur Figur passt. Und wer die Spielereihe kennt, der stößt unweigerlich irgendwann auf eine Aludose voller Regenwürmer. Und das ist es. Eine Aludose. Perfekt. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und das ist dann im Endeffekt einfach nur noch Fleißarbeit. Man muss sich halt überlegen, wie hoch will man den Sockel haben. Ich wollte definitiv, dass man einigermaßen sieht, dass es sich um eine Dose handelt. Das setzt eine gewisse Höhe voraus. Und man muss den Durchmesser festlegen. Ich meine, die Figur hat ja eine gewisse Breite im Fußbereich. Und die will auf dem Sockel platziert werden. Das muss man berücksichtigen. Auf Basis dieses Wissens habe ich dann angefangen, Schicht für Schicht zu setzen. Die ersten beiden Schichten habe ich durchgängig gesetzt, voll aufgefüllt. Und danach habe ich dann, um Material zu sparen, in der Mitte nur noch so Querverbindungen gesetzt, damit die Stabilität so ein bisschen gewährleistet bleibt. Und dann setzt man eben Schicht für Schicht. Man setzt, man bügelt, beidseitig bügeln. Der Klebevorgang ist derselbe wie bei der Figur selbst. Fläche reinigen, Klebstoff auftragen, anziehen lassen, ausrichten, fixieren, beschweren, trocknen lassen und so weiter. Und wenn man dann so langsam dem Ende entgegensetzt, muss man daran denken, dass das Verbindungsstück der Figur ja im Sockel irgendwo reingesteckt werden möchte. Das heißt, man muss Aussparungen vorbereiten im Sockel und das frühzeitig, weil man braucht ja mehrere Schichten, damit die Tiefe danach stimmt. Und da muss man aufpassen, dass man die jeweiligen Schichten mit genügend Perlen füllt, damit die Stabilität ausreichend gewährleistet ist. Im letzten Schritt guckt man dann erstmal, wie gut das Verbindungsstück der Figur in den Sockel hineinpasst. Wenn das ein bisschen streng geht, kann man das mit einem guten Teppichmesserchen so an den Seiten ein bisschen nachschneiden, ganz sachte und wirklich nur dünne Schichten abschneiden,
so lange, bis es dann gut reinpasst, aber noch fest sitzt. Und das ist dann am Ende das Ergebnis. So sieht das dann aus. Sehr stabil. Ich finde das cool, so ein massiver Klotz als Basis. Ich habe Freude daran. Und es ist, wie gesagt, es gagelt nicht rum. Natürlich hat es ein bisschen Spiel, ist logisch. Ich meine, ist für eine Figur relativ groß. Aber trotzdem, man muss nicht Angst haben, dass das Ganze gleich auseinanderfällt. Wenn man mal ein bisschen schräg ranguckt, das ist wirklich stabil. Kann man auch ohne Probleme hier oben halten. Da rutscht nichts, da fällt nichts auseinander. So habe ich mir das im Großen und Ganzen etwa vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das wird, wie alles andere, nicht die letzte Figur gewesen sein, die ich hier bastle. Das eine oder andere werde ich natürlich auch versuchen zu optimieren. So auch die Hexe hier. Da wird es dann ein Speedbuild-Video dazu geben. Mit dem einen oder anderen Kommentar dazu vielleicht. Wünsche ich euch viel Spaß bei euren eigenen Projekten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Figurenkonzept so findet. Und vielleicht könnt ihr ja mal schreiben, was ihr selbst gerade so anstellt. Und würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Das würde ich euch wie immer loben. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Adieu.